Was knapp, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen uns mal das angenehmste Video auf der ganzen Welt an, was ihr euch unbedingt vor dem Schlafengehen angucken müsst, Leute. Denn ihr könnt dadurch einfach viel entspannter einschlafen oder euch einfach ein bisschen mehr beruhigen oder so, wenn ihr mal zum Beispiel einen schlechten Tag oder sowas hattet. Deswegen gönnt euch das auf jeden Fall, Leute, das Video. Lasst gerne ein Like und Abo da. Ich würde sagen, wir gehen rein und... Oh! Okay, damit hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet. Der macht gerade einfach, seht ihr das? Den Dreck weg aus seinem Reifen und... Eine Karottenschneidemaschine, damit die alle quasi gleich dick sind, ne? Lol, okay. Kann man auch machen, ne? Also guck mal hier. Wenn man so ein bisschen Pflanzen ernten möchte, tunkt man die anscheinend vorher in so Wasser rein und dann danach erst in die Erde, damit die anscheinend mal ein bisschen besser wachsen. Was ist das jetzt hier? Hä? Der spachtelt hier gerade irgendwas voll, Leute. Oha. Oh. Das sind Reiswaffeln oder so, ne? Oder ist das einfach nur so ein Reisblock? Ja, ich glaube, es ist einfach nur so ein Reisblock oder so, ne? Hä? Okay, was ist das? Hä? Alles klar, Freunde. Das ist irgendwie so ein ganz komischer Baum oder so. Das sieht auf jeden Fall echt richtig, richtig wild aus. So hier. Ganz kurz mal was aufschneiden. Das sieht aus wie so ein... Was ist das, Leute? Gefühlt so ein... Alter. Okay, was ist das jetzt? Der macht jetzt... Ich glaube, der schneidet jetzt gerade das Kabel hier. Genau, schneidet er durch. Und das ist jetzt so ein Kabel... Oder? Oha. Lol. So kann man auf jeden Fall auch Kabel, die schwer zu schneiden sind, durchschneiden, ne? Oh, hier, guck mal. Oh. Oh. Was ist, wenn die Maschine aus den Eimer zu weit geht? Ne? Hat man davor keine Angst? Alter, was? Lol, die geht ja richtig in Muster, ne? Ach so, ist es von so einem Schuh. Warte mal. Ist das nicht von einem Air Force? Sieht aus wie von einem Air Force, Leute. Wow. Oh. Oh. Hä. 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 Alter. Oh. Nein. Hä? Das ist eine Pizza. Achso. Oh, die wurde sogar noch... Ui, sieht das lecker aus. Das sieht lecker aus, Freunde. Und hier auf jeden Fall ein bisschen... Was ist das jetzt? Das sieht aus, als hätte er gerade da so Matt drauf gemacht, ne? Nee, ist aber ganz normales Hackfleisch, glaube ich, gewesen. In einem Bambusrohr drin. Und jetzt hast du da... Ja, sah jetzt nicht so appetitlich aus, muss ich ehrlich sagen. Fandet ihr das appetitlich, Leute? Dann schreibt mal gerne in die Kommentare, weil ich fand es nicht so appetitlich. Das war schon ein bisschen komisch. So, hier. Ach, da. Ach, warte mal. Nee, doch. Der hat irgendwie gerade Holz oder so verbrannt, ne? Wow! Yo! Wieso war die Explosion auch nur so kurz? Ich hätte gerade noch viel, viel mehr von der Explosion gesehen. Guck mal, hier ein bisschen Tee. Jetzt kannst du den in so einen Beutel packen. Dann kannst du den einfach mitnehmen. Und den jetzt noch unter eine Bettdecke packen, damit er noch ein bisschen entspannter warm bleibt, ja? So, hier. Oh. Und langsam, langsam, schnell, 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 schnell. Jo. So wird es also alles mal so perfekt da reingenäht, ne? Das sieht schon cool aus, ne? Das sieht schon richtig, richtig cool aus. Auch der perfekte Abstand jedes Mal. Da muss man auf jeden Fall echt ein gutes Auge haben. So, hier, guck mal. Zack, 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 zack. Und weiter geht's. Und perfekt rein. Hä? Was klopft er denn da raus? Das sind Steine oder so, ne? Hä? Oh. 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 Oha. Oh, das ist angenehm, ne? Das ist übertrieben angenehm. Und hier haut er ein bisschen Holz rein. Okay. Ob das so gut wird, Leute, ich weiß ja nicht. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Oh. Ach, guck mal. Ach so, der hakt da. Ah, der hakt da gerade so ein bisschen alles frei, ne? Okay. Okay. Sieht auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Sieht auch nicht schlecht aus, Leute. So, hier ein bisschen reinhaken. Kann man auch machen. Lol. Ach so, der. Ah, das ist, glaube ich, so. Genau, von so einem Salat einfach, ne? Oh. Wow. Was hat er denn da gerade abgeschnitten, Leute? Jetzt mal ohne Spaß. Also hier werden jetzt anscheinend die... Oh. Lol. Oh, oh. 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 Hä? Okay, das ist schon... Okay, das ist schon sehr krass gerade. Das ist gerade schon sehr krass, wie es aussieht. Oh. Ah, so werden anscheinend auch gerade diese...
Soll man Schmuck so sauber machen, Leute? Macht man das so? Ja, mit so einem Eigelb und sowas? Fand ich jetzt, schon ein bisschen, also ich muss schon sagen, ne? Das war gerade schon ein bisschen crazy. Ich sag's, dieses Holz, ne? Diese ganzen Holzclips, die finde ich immer jedes Mal so hört sich angenehm. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, so eine schöne Honigmelone oder so. Kann das angehen? Oder ist das irgendwas anderes? Ich glaube, ich kann mich auch irren, ne? Aber ich glaube, das ist eine Honigmelone, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, hier, ja. Okay, bist du hier mit dieser Monsterschere? Warum ist die Schere überhaupt so groß, Freunde? Was ist das für eine Monsterschere? Sieht aus wie so ein Haifisch. Oh, guck mal, wie das jetzt hier so rausdrückt, ne? Die letzten Tropfen noch rausdrücken. Hier wird nichts verschwendet, Leute. Es wird alles noch rausgedrückt. Hä? Ach, lol. Wow, was ist das denn? Hä? Orbi ist eingefroren. Hä? Ist das eine Robbe? Alter, die Robbe ist ja voller Schuppen, Alter. Die wird erstmal entschuppt. Und jetzt? Was? Man kann einfach mit einer Fahrrad... Ist das eine Fahrradkette? Nee, ne? Einen Baum absägen? Ist auch krass, ne? Hab ich auch nicht gewusst. So, hier ein bisschen Massenreisproduktion, ein bisschen Reis wieder reinfüllen. Kann man auch machen, Freunde. Auch wieder sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Lol. Ach so, das ist so ein Bohrer. Boah. Guck mal hier, wie der das da reinbohrt, ne? Oh, wieder diese Holzkunst, Freunde. Ich sag's euch, das ist immer Next Level angenehm, ne? Das ist wirklich mal Next Level angenehm. So hier, perfekt, auch wieder. Oh. Ist das eine Jacke? Ist das nicht dieser Jackenstoff, so Down? Ist noch mit Down drin, oder nicht? Oder bin ich blöd? Also kein, doch, oder ist doch locker eine Weste oder sowas, ne? Oha, Mann. Ich wusste gar nicht, dass es so angenehm aussieht, wenn man so Jacken und sowas zerschneidet. Oder was heißt Jacken? Das ist ja im Endeffekt immer noch ein Stoff. Noch ist es ja noch keine Jacke geworden. Kann auch im Endeffekt nachher irgendwie so ein Sitzkissen oder sowas sein. Aber sieht schon sehr interessant aus, muss ich ehrlicherweise sagen. So, hier haben wir jetzt... Und das haut jetzt kaputt, oder? LOL! Hä? Wie cool sah das denn aus? So, hier hat er so einen Pömpel und das macht er jetzt, glaube ich, daran, oder was? Ich glaube, der macht das jetzt daran. Zack. Nee. Oh Gott, ey, wie das aussieht, Freunde. Was ist das bitteschön für ein Dingens? Was ist das? Oh. Gegen den Strich irgendwas rein. Oh. Also. Oh Gott, Leute. Das hat mich auf jeden Fall gerade. Also, das war auf jeden Fall alles. Also, das war wirklich. Das war jetzt nicht so angenehm. So, was ist das jetzt hier? Ist das Schimmel am Fenster? Das ist ja ekelhaft. Warum hat denn der Schimmel am Fenster? Das ist ja widerlich. Okay, nee, Freunde. Also, ich dachte, das wird hier ein angenehmes Video. Aber was ist denn das jetzt hier gerade am Ende geworden? Das war ja wirklich ekelhaft. Also, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt, also von den ersten Clips, dann lasst euch gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Checkt einfach mal ein Video aus. Einfach draufklicken und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.